Mit Hunden zu wohnen ist eine ganz besondere Entscheidung. Ob man nun Bankdirektor ist oder Hausfrau, Schauspieler oder Designer, ob man Pudel hat oder Doggen, ob man in der Stadtwohnung lebt oder auf dem Land, stets verbindet einen eine ganz besondere Liebe zum Hund. Ich habe 18 sehr unterschiedliche Persönlichkeiten gesucht, die ihre Liebe zum Hund mit uns teilen, und sie haben gerne ihre Türen für uns geöffnet. So sind sehr lebendige Porträts entstanden, die einzigartige und originelle Einblicke geben. Wir beide leben ja schon immer mit Hunden zusammen, deshalb hat uns das Thema sehr neugierig gemacht und wir haben es mit viel Leidenschaft und Geduld, die man natürlich bei der Hundefotografie auch braucht, umgesetzt. Stolz, souverän und gut erzogen waren die Ridgebacks von Errol Sander und fotogen noch dazu, die haben es sogar auf den Titel des Buches geschafft. Der kleine Fritz von Regisseurin Heidi Kranz hatte überhaupt keine Lust, in die Kamera zu schauen. Charlotte von Bismarck hat sogar die Farbgebung ihres ganzen Hauses auf ihre blaue Dogge abgestimmt. Nino Cerutis Dackel passten perfekt in das altmodische, charmante Ambiente in Oberitalien. Echte Herausforderung waren wirklich die 13 Hunde der Tierschützerin Agnieszka Drabe. Einer ist immer aus dem Bild gelaufen. Der Dackel des Schauspielers Horst Kummet war eine echte Rampensau. Kannst du dir eigentlich ein Leben ohne Hund vorstellen? Überhaupt nicht mehr. Also nach diesen Reisen tendiere ich eher zum Zweithund. Du hast ja 5.